Hast du schon mal den Spruch gehört, the trend is your friend? Denn an der Börse gibt es tatsächlich einige Anleger, die sich gar nicht das Unternehmen, die Gewinne und die Umsätze anschauen, sondern vielmehr, wie das Unternehmen sich in der Vergangenheit an der Börse entwickelt hat. Das heißt, diese Menschen konzentrieren sich auf die sogenannte technische Analyse. Und wie diese funktioniert, das zeigt dir unser Kapitalmarktexperte Falco in diesem Video. Wie du ja bereits weißt, solltest du dir immer zuerst ein Unternehmen und das Finanzprodukt anschauen, bevor du in dieses investierst. Denn beachte, du gibst ja sicherlich auch nicht eine ganze Menge Geld für ein Auto aus, ohne zu wissen, wie viele Kilometer es schon gefahren hat oder welche Ausstattung es hat, nicht wahr? Nun, in der fundamentalen Analyse hast du ja bereits gelernt, dass es einige wichtige Kennzahlen gibt, die du gut für Vergleiche zwischen Unternehmen innerhalb einer Branche benutzen kannst. Nun und heute geht es um eine weitere Analyseart, die technische Analyse. Aber keine Sorge, mit Technik und Physik hat das eher weniger zu tun. Bei der technischen Analyse versuchst du anhand des vergangenen Kursverlaufs, also wie sich der Aktienkurs in der Vergangenheit entwickelt hat, den zukünftigen Verlauf vorherzusagen. Nun und technische Analysten, die schauen sich dabei einen Aktienchart an und versuchen bestimmte Muster zu erkennen. Ein Aktienchart ist dabei die grafische Darstellung des vergangenen Aktienkurses. Also versuchen wir damit hell zu sehen? Ein bisschen vielleicht. Aber es gibt ein paar gute Grundsätze, die das Ganze wirklich begründen. Gehen wir einmal die drei Grundprinzipien der technischen Analyse durch. Wie du bereits aus dem Aktienvideo weißt, bilden sich Kurse auf Grundlage der Erwartungen der Anleger. Glauben also viele Leute an eine erfolgreiche Zukunft eines Unternehmens, wollen diese dabei sein und kaufen das Wertpapier. Der Kurs steigt. Sind die Erwartungen hingegen schlecht, fällt der Kurs, da viele Leute verkaufen wollen. Der Kurs stellt also die Erwartungen und Hoffnungen der Anleger für die Zukunft dar. Der zweite Grundsatz lautet, Kurse bewegen sich in Trends. Wenn du dir den historischen Verlauf einer Aktie mal näher anschaust, kannst du oftmals gewisse Muster erkennen. Entweder ging es über eine gewisse Zeit nach oben oder eben nach unten. Es gibt ein Sprichwort, welches heißt, the trend is your friend. Also, der Trend ist dein Freund. Der dritte Grundsatz ist, Geschichte wiederholt sich. Bestimmte Situationen führen oftmals zu gleichen Reaktionen. Wie ist denn das gemeint? Nun, der Mensch ist durch Grundinstinkte getrieben. Bei Angst oder Gefahr wirst du dich automatisch in Sicherheit bringen wollen. Wenn du hingegen irgendwas Tolles hörst, möchtest du daran teilhaben und dich entsprechend mitfreuen. Nun, dies sind Verhaltensmuster, die sich auch auf den Aktienmarkt übertragen lassen. Bei Angst oder Gefahr, nun da verkaufen Anleger oftmals ihre Aktien und versuchen ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Bei guten Nachrichten hingegen sind Aktien begehrt und die Kurse steigen. Erkennst du hier vielleicht ein paar Parallelen? So, ich hoffe, du kannst die drei Grundprinzipien nachvollziehen. Denn diese habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern sie zählen zur gesamten Dow-Theorie, welche auch als die Grundlage der technischen Analyse bezeichnet wird. Und nachdem du jetzt die Grundlagen kennst, schauen wir uns mal an, wie du die technische Analyse an zwei Beispielen konkret anwenden kannst. Schauen wir uns einmal diesen Kursverlauf an. Kannst du ja eventuell ein Muster erkennen? Nun, es gibt bestimmte Instrumente, welche eine Erklärung für diesen Verlauf geben. Starten wir mit einem wichtigen Instrument, den sogenannten Widerständen bzw. den Unterstützungen. Was ist das genau? Nun, als Unterstützungen bzw. Widerstände gelten Kursmarken, also Preise, welche die Aktie mindestens zweimal nicht überstiegen oder unterschritten hat. In den Chart habe ich dir zwei Balken eingezeichnet. Der linke Balken kennzeichnet einen Widerstand. Wenn du dir den Kursverlauf ansiehst, erkennst du, dass der Kurs mehrmals von dieser Linie nach unten abgeprallt ist. Die Aktie hat es also nicht geschafft, über diesen Preis zu steigen. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du einen Ball gegen die Decke werfen. Nun, entweder kommt der Ball immer wieder zurück oder du wirfst einmal so hart, dass er durch die Decke nach oben durchfliegt. Wird ein Widerstand hingegen durchbrochen, ist das in der Regel ein positives Signal und es deutet auf einen weiteren steigenden Aktienkurs hin. Der rechte Balken kennzeichnet hingegen eine Unterstützung. Sie ist das Gegenstück vom Widerstand, quasi der Boden. Von diesem Boden wird der Kurs immer wieder nach oben getrieben. Nun wird eine Unterstützung gebrochen
also fällt der Aktienkurs unter diese Linie, dann ist das in der Regel ein negatives Signal für den Aktienkurs und bedeutet weiter fallende Kurse. Nun schauen wir uns noch ein anderes Instrument an, die Trendkanäle. Ich habe dir ja schon erklärt, dass sich Kurse in einem gewissen Trend bewegen können. Diese sind auch im Chart erkennbar. Der Trendkanal hat, wie du erkennen kannst, eine obere und eine untere Abgrenzung, an denen der Kurs, wie bei den Unterstützungen und Widerständen, abprallt. Du kannst gut erkennen, dass sich der Kurs innerhalb dieses Trendkanals ja stetig fortsetzt, bis er entweder mal nach oben oder nach unten ausbricht. Ganz wichtig, diese Werkzeuge können dich dabei unterstützen, in der Regel kurz- bis mittelfristige Entwicklungen zu prognostizieren. Eine Garantie hast du dabei natürlich nicht. Für den langfristigen Anlageerfolg spielt die richtige Auswahl von Aktien eine viel größere Rolle als der richtige Zeitpunkt zum Kauf. Hier hilft die fundamentale Analyse mehr als die technische Analyse wirklich kann. Jetzt hast du einen weiteren Baustein für das Thema Aktienanalysen bekommen. Beachte immer, dass du dich vor dem Investieren informierst und dir auch eine eigene Meinung bildest. Nur so wirst du langfristig Erfolg haben.